In meinem letzten Video zum legendären Online-Drogendealer Shiny Flakes habe ich ja angekündigt, dass ich ein Interview mit ihm machen will. Und nachdem ich auf ein Fake-Profil hereingefallen bin, habe ich das echte Profil von Shiny Flakes auf Instagram gefunden. Ich gehe zumindest fest davon aus, dass es der echte Account ist, weil der Account ist schon älter und die Fotos findet man sonst nirgendwo anders. Ich habe natürlich direkt nach einem Interview gefragt und auch eine Antwort bekommen. Diese war leider aber nicht positiv. Dennoch freute es mich zu hören, dass er meinen Kabal damals scheinbar gefeiert hat. Eine Sache, die ich allerdings an dem Profil schon ein bisschen sus finde, ist, dass er jetzt vor kurzem ein Foto gepostet hat, wo er einen Schneemann gebaut hat. Und denkt man sich so, wo ist der gerade, dass man einen Schneemann bauen kann? Oder ist das Foto etwa schon vor längerer Zeit entstanden? Als der Klimawandel noch nicht dafür gesorgt hat, dass es nicht mehr schneit. Ich habe zwar Shiny Flakes nicht bekommen, aber einen anderen sehr großen Thunfisch im Online-Drogenhandel. Er hat damals im Jahr 2013 im Darknet auf der Silk Road hauptsächlich MDMA verkauft, aber später dann auch Drogen wie Hasch, Koks, Speed. Er war dann einer der Top-Vendoren auf der ersten Silk Road und hat damit teils 120.000 Euro im Monat Gewinn gemacht. Weil er verraten wurde, musste er in den Knast, ist aber jetzt auf Bewährung und kann mir daher dieses Interview geben. Die Idee für den Titel dieses Videos kommt von ihm. So, hallo, ich bin hier heute mit dem Sascha aka dem Pfandleiher. Er ist ehemaliger Drogendealer im Darknet und ich werde ihm heute ein paar Fragen stellen. Wir werden sehr tief in die Materie eintauchen und in Bereiche eindringen, wo, denke ich, andere Interviews noch nicht eingedrungen sind. Genau, also warst ja Dealer im Darknet. Von dem her die Frage, wenn dieses Jahr Bundestagswahlen wären, wen würdest du wählen? Das kann mir nur der Wahl-O-Mat sagen. Ah, okay. Genau. Ach, was ich vergessen habe dazu zu sagen, für YouTube, wir möchten natürlich hier niemanden dazu motivieren, solche Taten hier zu vollgehen. Das ist alles nur rein aufklärerisch und aus Interesse gefragt. Du hast in anderen Interviews schon angeschnitten, du hast dein Zeug, also aus Holland im Endeffekt. Also du hast es nicht irgendwie im Darknet bestellt und weiterverkauft. So wie hattest du dann die Kontakte gekommen in Holland? Das war ein Serienbrief, der quasi rausging von einer kleinen holländischen Crew, die auch auf Silk Road unterwegs waren, die einfach Leute gesucht haben, die Potenzial haben. Und ich glaube, die sind einfach nach dem Kriterium gegangen, wer verkauft gerade Pillen, dem biete ich jetzt an, ihn zu beliefern mit Pillen. Und ich war halt eben einer davon und ich war halt der Einzige, der auch eben diese Steilvorlage dann verwandelt hat. Okay, und das heißt, du hast davor Pillen auch schon verkauft gehabt. Von wo hattest du die dann? Da gab es einen Berliner Vendor auf Silk Road. Und da habe ich mal das MDMA getestet und rumgereicht. Wurde für gut befunden und dann habe ich ihn gefragt, ob es okay ist, wenn ich daraus Pillen presse. Aha. Weil, wie soll ich sonst irgendwas aufstellen? Ich kann ja nicht bei ihm 100 Gramm kaufen und das peu à peu bei one by one verkaufen und, ja, und die Marge mir einstreichen, weil das kann er ja genauso. Ja, ja, das ja. würde er nicht zulassen. Ich könnte es zwar irgendwie vertuschen und hintenrum machen, aber es war nicht mein Style. Deswegen habe ich einfach offen gefragt, hey, ich mache daraus quasi ein anderes Produkt und vertreibe das. Ist das okay? Ja, ist okay. Gesagt, getan. Du hast gesagt, das war ein Darknet-Dealer aus Berlin. Woher wusstest du, dass der aus Berlin ist? Wenn der Postzentrum, Stempel. Ah. Ist es sozusagen so ein bisschen dein Ziel zurzeit, eine Art Ex-Drogendealer-Influencer zu werden? Weil du bist ja zurzeit überall zu sehen. Ja, ich bin gerade schon wieder auf Promotour, das stimmt. Ja. Aber was mein Ziel ist, das ist schwer. Also pass auf, ich sag dir jetzt, warum ich angefangen habe. Ja. Es war Corona-Zeit, ich lag jeden Tag im Bett und habe ge-YouTube, ich habe mir alles angeschaut. Und irgendwann kommt man an den Punkt so, ja, ich habe jetzt YouTube durchgespielt. Also ich habe alles gesehen, jetzt muss mal irgendwie Content her. Ich starte jetzt mal einen Kanal. Ja, ja. Dann mal wieder, weißt, ein paar größere YouTuber angeschrieben und dann wusste ich, okay, hier und da habe ich einen Dreh. Das passt ja dann ganz gut, dazu synchron zu starten. Wir sind uns ja, denke ich, einig, dass Drogendealer an sich ja jetzt nicht wirklich was moralisch Verwerfliches ist. Ich meine, Barkeeper, der verteilt ja am Endeffekt so, auch Drogen. Solange der Wirt ein angesehener Beruf ist und der Hopfenbauer auch total okay ist und man sogar aus einer Hopfenbauerfamilie Drogenbeauftragte werden kann, finde ich, müssen wir uns da nicht auf so eine Diskussion herablassen. Aber würdest du sagen, dass du trotzdem irgendwelche Sachen gemacht hast, die moralisch verwerflich sind? Bei Shiny Flakes wird ja eben immer angekreidet, dass der so Listen hatte mit allen Bestellungen, wo es dann so ein bisschen so Verräter, 31er-mäßig am Start war, das Ganze. Hast du da irgendwas gemacht? Nee, also ich habe keinen reingeritten. Ich habe
mal, mit dem bin ich heute auch noch cool. Ein Kollege von mir, der hat halt ohne sein Wissen, hat sein Kollege ihm eine Cloud eingerichtet. Und die Cloud hat dafür gesorgt, dass die sämtlichen WhatsApp-Verläufe schon gespeichert waren. Das hat sich das LKA dann geschnappt. Und er war quasi schon geliefert, aber ich habe dann noch bei ihm ausgesagt, bei seinem Prozess, dass er halt der größte Konsument vor dem Herrn ist, dass das alles Eigenbedarf war. Und er hat halt so dann noch die Therapie bekommen. Sein Anwalt hat auch gesagt, ohne diese Aussage hätte er halt nur sein Brett kassiert, ohne Therapie. Und so ist er halt dann besser davon gekommen. Also das ist alles Taktik. Das ist viel Taktik in so einem Prozess, muss ich schon zugeben. Aber sonst ist keiner wegen mir ein Urteil bekommen. Eher aber hätte es bei dir theoretisch eine Liste gegeben mit Bestellungen an die... Okay. Nee. Das Einzige, was bei mir gewesen wäre, ist wahrscheinlich von dem Brother-Drucker, von dem Etikettiergerät, dass da irgendwie auf dem Abfall vielleicht noch so der Durchdruck ist. Was mich noch interessieren würde, darfst du zurzeit über alles, was damals passiert ist, offen reden oder gibt es noch irgendwas, wenn du das sagst, dann kommt irgendwie die Staatsanwaltschaft, ja, das ist überhaupt nichts, wovor du bestraft wurdest. Ich meine, also ich rede recht offen darüber, bis jetzt ist sie noch nicht gekommen und ich mache das ja jetzt schon über 3 Jahre. Ja. Ich glaube nicht, dass ich wegen irgendwas drankomme, wo ich selber mein einziger Belastungszeuge bin. Okay, der hast du immer sehr gerne ausgedacht. Vor allem, es ist ja auch alles ausgedacht. Weißt, nichts von dem, was ich hier sage, stimmt ja. Es läuft ja. Ich habe ja auch den Disclaimer von meinem Kanal, dass alles frei erfunden ist und bestimmt nicht unterhaltsam ist. Ja. Also es gab sozusagen schon Sachen, die du gesagt hast, wofür du nicht abgesessen hast. In meinem Prozess wurde kein einziger Darknet-Deal verhandelt. Okay. Ich wurde nur für analoge Geschäfte verurteilt, weil sie überhaupt keine Daten hatten. Ja, durch analoge Geschäfte haben sie dich ja auch letztendlich krank gekriegt, weil du erwähnst in deinen Interviews immer, dass du zum Beispiel ein iPhone-Foto hochgeladen hast mit deiner Location, ich habe noch nie irgendeinen Fall gesehen, wo sie einen irgendwie durch so eine Online-Sache dran gekriegt haben, es hat jemand sein VPN nicht benutzt und dann haben wir ihn so erwischt, weil er einmal sein VPN nicht genutzt hat, also eigentlich, glaubst du so, die Polizei ist da so ein bisschen so planlos und Sie probieren es. Damals waren sie definitiv überfordert und noch gar nicht up to date. Also hätte eine einzige Behörde einen Blick auf dieses Forum geworfen, dann hätten die sofort über die EXIF-Daten meine GPS-Location gesehen und die wären sofort da gewesen. Ja. Weil ich konnte es ja nicht löschen. Ich konnte meinen Post löschen, aber das wurde ja so oft zitiert, dass der Link quasi für immer in dem Forum drin war. Ja. Aber schon mal hier der Martin Frost, der Ex-Admin von Wall Street. Der hat ja mit seinem heißen Bitcoin-Konto, was in Kontakt stand mit seinen Aktivitäten auf dem Marketplace, hat er irgendwo auf einer Gaming-Plattform Geld eingezahlt, im Real Life. Ja, ja. Und das war zum Beispiel schon so ein Bust. Ja, also... Aber natürlich nicht so, wie du meinst, der hat ein VPN gerade nicht drin wir haben jetzt seinen PGP-Key entschlüsselt und auf dem Marketplace war noch seine IP zurückverfolgbar, so ein Schrott, das ist... Es wurden ja auch Leute gebastelt, weil zum Beispiel Bitcoin.de zum Beispiel einfach Daten rausgegeben hat oder sowas. Warum auch nicht, natürlich alle. Sogar Wicker gibt Daten raus, wenn die Staatsanwaltschaft nicht fragt. Ja, das ist schon heftig. Genau, aber auf jeden Fall wurdest du gebastelt letztendlich wegen einem Kontakt zu Österreich, wo die dich dann direkt verraten haben. Sag mal so, er hat mich am besten verraten, weil davor gab es schon 2 Aussagen von Kunden und genau, und der eine Österreicher, der wusste halt eben genug über mich, um mich zu verraten, so dass es halt reicht. Und dieser eine Österreicher, der wurde ja scheinbar auch verknackt dann. Ja, der wurde aber auch so schnell verknackt, der wurde zu schnell verknackt. Der wurde im Januar hochgenommen, da war ich gerade in der Karibik. Ich habe es zum Glück rausgefunden über seinen Bruder, den ich kontaktiert habe, weil ich habe irgendeinen Zeitungsartikel gelesen, der mir auch nicht gefallen hat. Habe ich 1 und 1 zusammengezählt und wusste, okay, da hat es gekracht, weil er kam auch nicht mehr online. Und dann hat aber die Kripo dem seinen Mittäter so belabert, dass der sich eingeloggt hat in seinem Account und quasi geschrieben hat, ja, ich war den besuchen und keine Angst, der hält sein Maul. Dem habe ich aber nicht vertraut und bin dann erstmal nach Zürich geflogen, nach Zürich und dann weiter nach Zagreb. Und aus Zagreb habe ich mich von meiner Familie aus Ungarn abholen lassen und war dann erstmal vier Monate untergetaucht, nennen wir es mal so. Und war es für dich dann eine Option, da für immer unterzutauchen? Hätte ich meine damalige Freundin nicht gehabt, wäre das definitiv eine Option gehabt. Ich habe zu der Zeit auch sehr, sehr, sehr viel Psychedelika, vor allem LSD genommen und bin da so auf dem Selbstversorger-Trip gekommen. Und ich bin dann wirklich so, wir haben Hühner gehalten, weißt du, und einen Garten gehabt und ich dachte mir, hey, warum nicht für immer? Genau, also okay, dann kurz zu deinem Konsum. Also du hast ja gesagt, dass du immer viel Kokain genommen hast. Also wie war so dein Konsum? Wie kann man sich das vorstellen? Immer viel ist falsch ausgedrückt. Ich habe recht spät angefangen,
während der Arbeit, also während der aktiven Zeit, mich zu belohnen, weil jeder, der so ein bisschen eine kleine Geschichte hinter sich hat, der weiß halt eben, dass das Kokain sehr hart mit dem Suchtgedächtnis spielt und mit dem Belohnungssystem. Und da war es halt so, ich habe jetzt 20 Briefe gemacht, jetzt brauche ich eine Belohnung. Wobei, Anfang waren es mehr, aber es wurden immer weniger. Und ich habe dann aber vielleicht so 0,2, 0,3 Gramm an einem Abend konsumiert. Es hat aber halt gereicht für sehr, sehr, sehr krasse Psychosen, Koks-Psychosen. Ja. Die haben mich auch dann dazu gebracht, in Verbindung mit ein paar Fehlern, die ich noch weiterhin begangen habe, aufzuhören. Also alles zusammenzupacken. Ja. Und da bist du auf LSD umgestiegen? Ja, in der Tat. Also nach meiner aktiven Zeit habe ich dann endlich mal die Zeit gehabt und die Ruhe und den Mut. Mhm. Also ich bin ja einer, bevor ich das erste Mal konsumiere, ich verbringe ungefähr so einen Monat mit Tripberichten lesen. Ja. Damals gab es ja, oh, weißt du noch, wie das Land der Träume? Ja, genau. Das war auch einer meiner Land der Träume, da gibt es halt, da gibt es ja noch Tripberichte aus den 90ern. Richtig krasse. Und ich muss schon sagen, da habe ich mich ein bisschen heiß gelesen und irgendwann hatte ich mal die Zeit. Das hat mich einfach geerdet, weißt du. Ich habe ja so ein Problem mit meiner Hybris, mit meinem Größenwahn gehabt zu der Zeit. Und ich habe dann immer gemerkt, wenn ich jetzt irgendwie auf LSD mal bin, dann erdet mich das, dann komme ich runter und dann geht es mir um so das, die Basics und vielleicht einfach, ich will eigentlich gar nichts zu tun haben mit diesem, mit diesem Vibe, mit diesem chemischen Vibe von Koks oder von MDMA. Ja. Aber du bist ja jetzt gerade auf Bewährung, das heißt zurzeit ist nicht mit Naschen. Nee. Drogen naschen. Also wir können noch ein Interview für nach meiner Bewährung, aber ich will natürlich niemals naschen. Ja. Ich bin auch, also werde nach wie vor kontrolliert. Es wird zwar mit der Zeit immer lockerer, aber ich habe auch gar keine Lust drauf. Also wie häufig wirst du kontrolliert? Also ich bin jetzt in der letzten Lockerungsstufe angekommen und ich muss jetzt tatsächlich nur noch einmal im Quartal einen Urintest oder Speicheltest machen. Aber würde zum Beispiel sowas wie LSD überhaupt auffallen, weil das ist ja eigentlich fast nur in den Haaren nachweisbar oder erst recht sowas wie 1V-LSD. Dürftest du das nicht sogar nehmen, weil 1V-LSD ist ja keine illegale Droge. 1V-LSD dürfte ich nehmen, wenn man sich meine Weisungen vom Gericht ganz genau durchschaut, dann heißt es synthetische Cannabinoide und Sachen, die unter BTM bzw. AMG fallen, also Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz und fällt nicht rein. Okay, ja. Hast du noch irgendwie Kontakt zu Leuten von damals, also zum Beispiel, wäre es nicht interessant, zu den Leuten Kontakt aufzunehmen, die dich verraten haben? Die sind da wahrscheinlich jetzt auch schon wieder Kontakt. Auf rein. Ah, okay. Das erste Mal, als ich ein Handy in der Hand hatte, während der Therapie, habe ich den auf Facebook rausgesucht und angeschrieben. Er hat zwar erst viel... Was hast du ihm geschrieben? Ja, ob er das cool fand, was er da gemacht hat. kam aber auch wirklich ein langer Absatz, zwar verspätet, weil er immer noch sitzt. Das Krasse ist ja... Ist jetzt noch? Wieder, der ist komplett aus der Bahn geworfen worden. Dass er mich verraten hat, hat sein Leben so unendlich gefickt, das kannst du gar nicht glauben. Pass mal auf. Explizit, dass er dich verraten hat, oder was? Ja, einfach, er ist nie wieder auf den grünen Zweig gekommen. Okay. Und es ging ja da los, er wurde so schnell abverurteilt, wegen der Sache, die bei ihm gefunden wurde. Und hat trotzdem noch über 3 Jahre bekommen, 3,5 Jahre. Hat mich weggelassen, aber trotzdem noch 3,5 Jahre. Aber wurde so schnell verurteilt, dass eine Lieferung, die für ihn mal bestimmt war, eine Packstation in Freilassing, erst danach zugeordnet werden konnte zu diesem Fall und sich erst danach herauskristallisiert hat, dass das für ihn war. Das hat er natürlich verschwiegen. Da war sofort die Salzburger Kripo bei mir im Knast und hat gefragt, hey, war das für den? Sag ich, ja, natürlich war das für den. Der hat nochmal 4 Jahre bekommen. So ein bisschen so Rache würdest du natürlich auch sagen. Natürlich. Ja. Der hat nochmal genauso viel bekommen oder sogar 4 Jahre. Der hat doppelt so viel gesessen wie ich für die Sache. Okay, obwohl er mich hingehängt hat. Jungs, 31 lohnt sich nicht. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, lohnt sich es wirklich nicht, also quasi, weil 31, für die es nicht wissen, kommt ja von dem Paragraph, dass es da Strafmilderung gibt, wenn man wen verrät. Weißt du irgendwie was Konkretes, ob der wegen dir jetzt eine Strafmilderung bekommen hat, weil er das gesagt hat? Zu mir haben die Kripos gesagt, die in seinem Fall vertraut waren, dass er als in seinem Alter mit der Tat gar nicht mehr bekommen kann, viel mehr wie 3, 3,5 in Österreich halt. Und er hat quasi trotzdem mehr oder weniger Maximalstrafe bekommen und dann gleich nochmal. Also da hatten sie auch keine Nachsicht, so ja, du hast uns den Pfandleiher geliefert, jetzt drücken wir mal ein Auge zu. Und in Deutschland hat man auch so gut wie keine Vorteile. Ja, ja. Also man muss schon wirklich große Leute dann wahrscheinlich ans Messer liefern. Ja. Wie sieht es denn aus? Hast du noch irgendwas von der Zeit, wo du es dir damals gekauft hast? Ich habe damals in eine Immobilie investiert, einfach nur, weil das Nachbarhaus von meiner Mutter war in Ungarn am Plattensee. Mhm. Ich habe es dann nochmal für den doppelten Kaufpreis saniert, aber das sind jetzt keine großen Summen. Also wir sind da nach wie vor im fünfstelligen
Bereich. Und mein Gott, vielleicht mal hier so eine Breitling oder so, die überlebt mal. Aber was die Kryptos angeht, hey, es ist 2012. Der Bitcoin ist von $2.50, so als ich angefangen habe im Oktober 2011, auf 10, 11 Dollar hoch, ja, in einem Jahr. Das war damals für niemand oder für wenige ein Spekulationsobjekt. Das war ja einfach Mittel zum Zweck. Damit haben wir halt unsere Geschäfte abgewickelt. Ja. Indirekt bist du ja auf das Ganze gekommen, im Darknet zu verkaufen wegen deiner Mutter, weil die dir einen Weißartikel geschickt hat. Ja, nicht zu verkaufen, aber ich wurde so aufmerksam drauf. Genau, der Weißartikel kam. Sie, mein Gott, meine Mutter hat damals mit mir, für mich Gras angebaut in Ungarn. Und wusste natürlich, ich war transparent zur Familie, wussten natürlich genau, wofür ich mich so interessiere, wo meine Vorlieben sind. Und es war bestimmt nicht ihre Absicht, mich dazu zu animieren, da Geschäfte zu machen, aber sie hat mir auf jeden Fall den Link geschickt. Ja. Halt, ja. Und keine fünf Minuten, bis ich dann drauf war. Ich kann auf jeden Fall sagen, den Link, diesen Weißartikel habe ich damals auch gelesen. Ich bin danach natürlich nicht ins Darknet gegangen, sowas würde ich nicht tun. Und das hat auch, also ich habe mir da auch nicht dann die ersten Pilze bestellt, die dann für meinen ersten Trip, für mein erstes Trip-Video verantwortlich waren. Würdest du sagen, dass du heute noch Infos hast, mit denen du Leute hochnehmen könntest? Also, einfach die ich belasten könnte? Ja, genau. Bestimmt. Einige, reichlich. Wenn du jetzt in der Vergangenheit neu spawnen könntest und mit dem jetzigen Wissen, glaubst du, dann würdest du dir irgendwie denken, ja, diesmal wüsste ich genau, wie ich nicht erwischt werden würde? Oder glaubst du, irgendwann würde jeder auffliegen? Kommissar Zufall kann jederzeit um die Ecke kommen. Also, das muss man immer einberechnen. Aber man hat, wenn man einmal diesen Prozess durchlaufen hat, wie sie ermitteln und wie nicht und welche Mittel und Wege sie haben und welche nicht, dann muss man schon leider sagen, wahrscheinlich könnte man sehr lange überleben. Vor allem, man weiß von Leuten, die seit 10 Jahren im Game drin sind. Ja, du hast ja 5 Jahre Haft oder was nochmal deine Strafe? Strafe war 7 Jahre, 6 Monate. 7 Jahre, 6 Monate. Aber du bist früher irgendwie rausgekommen. Ich habe halt den 64er gezogen, die Therapie. Ja. Kannte ich gar nicht. Also ich saß in der U-Haft schon ein paar Monate drin, da hat mir meine Anwältin überhaupt erstmal gesagt, was Paragraph 64 ist. Ja. Und es ist halt für Leute, die mindestens einen Hang zum Konsum haben, dass die halt nach einem entsprechenden Gutachten auf eine Langzeittherapie gehen dürfen. Und damals war ungefähr angesetzt, dass man mit der Therapie fertig ist zur Halbstrafe. Also quasi zur halben Haftzeit wird man entlassen aus der Therapie. Das war so das Ziel. Ich habe es nicht geschafft, weil ich mir wurde mal irgendwie ein Konsum vorgeworfen, der safe nicht stimmt, weil ich bin sehr strikter Antialkoholiker und die haben bei mir mal 0,018 Blutkapillarwert PEP gemessen und es lag daran, dass ich 1 Kilo Bananen gegessen habe, 2-3 Stunden, also während der Arbeit vor dem Bluttest, und der ist halt so genau, dass Bananen, reife Bananen haben 6-7% Volumenalkohol. Also es war ja so, dass du aufgehört hast, bevor du erwischt wurdest. Du bist sozusagen in Rente gegangen. Ja, ich habe zwar nicht ausgesorgt gehabt, aber ich habe es an den Nagel gehangen auf jeden Fall. Weil Kruxpsychosen, sehr, sehr viel Paranoia, mich bei den Jungs hier in Ebersberg und München mal verplappert. Du wurdest ja beschattet für eine Zeit. Würdest du sagen, es ist relativ leicht zu merken, dass man beschattet wird oder warst du schon besonders paranoid, sage ich jetzt einfach mal? Ich war tatsächlich am Runterkommen vom LSD. Ich habe die Nacht durchgetrippt und das war dann so morgens 8, 9 Uhr. Und da habe ich halt einfach gemerkt, dass da ein sehr komischer Typ den Gehweg gegenüber von meinem Wohnzimmer entlangläuft und halt in mein Wohnzimmer schaut und sich wieder in sein Auto reinsetzt und dort 4 Stunden sitzen bleibt. Ja. Aber dieser eine Moment, also erstmal, wenn ich da nicht so aufmerksam gewesen wäre und wenn der nicht bei mir kurz in die Wohnung reingeschaut hätte, dann hätte ich niemals gemerkt, dass da ein Auto steht. Also, okay. Ja, krass. Aber da war das so obvious. Boah, ich war da an der Donau immer spazieren mit den Hunden und da habe ich es noch nicht gewusst. Aber im Nachhinein, ich laufe da wirklich jeden Tag entlang und ich habe noch nie jemanden gesehen, der dort ein ferngesteuertes Segelflugzeug aus seinem X5 aufbaut und mich nicht grüßt. Weil daran erkennt er ja die Zivis, die grüßen nicht. Aha, okay, aber im Endeffekt hat ihnen das Observieren ja gar nichts gebracht, weil du warst ja schon ausgestiegen. Ja, das wussten die ja nicht. Ja. Wie schlimm ist der Knast? Also ist es da so, dass man dann so den ersten Tag weint und oder kann man sich da schon relativ schnell dran gewöhnen? Es ist so, dass ich
die ersten 1, 2, 3 Tage, ich habe zurzeit oft drüber nachgedacht, weil ich ja auch meine Geschichte erzähle, war ich sehr entspannt. Ich war erstmal beruhigt. Ich war ja auch hart auf Xanax bei meiner Festnahme und da ist alles noch ein bisschen schön gedämpft. Und war dann auch froh, dass das Kopfkino endlich mal vorbei ist und vor allem, weißt du, die Bestätigung, ich habe mir das nicht nur eingebildet, ich wusste, dass es knallt, geil, aber ich habe nach 2, 3 Tagen eben mitbekommen, dass meine Freundin, von der ich dachte, sie wird einfach nur festgenommen, dass sie eben auch eingefahren ist und an nicht so schönen Orten in der U-Haft sitzt und ohne jemals was gemacht zu haben. Und dann ist es schon so, dass bis sie rausgekommen ist, habe ich mich oft mal nachts in den Schlaf geweint, aber es ist dann... Gott sei Dank so, dass der Mensch ist ein Gewohnheitstier und man gewöhnt sich sehr, sehr, sehr schnell an diese Situation. Es ist bei mir so gewesen, die ersten 1, 2, 3 Monate, wenn man mich da einfach rausgelassen hätte wieder, ich hätte eine ganz andere Ansicht. Aber du gewöhnst dich daran, du hast coole Leute um dich rum, du kommst dann in die Strafhaft, wo du aus 800 Leuten oder pro Haus 400 Leuten dir die raussuchen kannst, mit denen du dich jetzt abgeben möchtest, 17 Monate. Es ist einerseits so quasi, vielleicht nicht so abschreckend, aber ich finde es schon insgesamt gut, weil wenn man sich da die Verhältnisse in den USA anschaut, das ist ja quasi unmenschliche Verhältnisse. Ich finde, das ist ja irgendwie was Soziales, dass wir da so... unsere Gefangenen nicht behandeln wie Dreck. Ich meine, du hast ja auch nicht wirklich was Verwerfliches getan und selbst Leute, die was Verwerfliches getan hatten, die hatten jetzt wahrscheinlich auch nicht ein schönes Leben davor oder so. Es gibt ja immer gewisse Dinge, die einen zu Straftaten treiben, sage ich jetzt mal. Wie schaut es dann aus im Knast? Gibt es da, du hast gesagt, es gibt viele korrekte Leute, also gibt es aber auch so welche, wo man sich davor hüten muss, weil die da irgendwie was sich dann irgendwie schlagen oder nee, so? Nee, Gewalt gibt's gar nicht. Also da, du musst dir vorstellen, ein Knast, oder in dem Fall halt, ist der Hochsicherheitsknast ist auch nur ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Ja. Und die meisten, die lebenslänglich kassieren, sind halt eben ältere Männer, die im Suff ihre Frau wegmachen. Also für die Nicht-Bayern töten. Und genauso spiegelt sich das halt auch wieder. Das sind alte Leute, die wollen ihre Ruhe. Das sind Leute, die hocken schon 20, 30 Jahre. Und da sind ab 6 Jahren kommst du ja überhaupt erst dahin. Ja. Und es ist schon sehr ruhig. Ich war auf dem Jugendflügel, da ist schon ein bisschen. Da sind Leute, die halt Ausbildung machen und generell unter 25 oder so sind. Da ist schon mal ein bisschen laut, aber wirklich nie Streit. Okay. Ich habe einmal mitbekommen, dass Fäuste geflogen sind in einem Haftraum drin, weil da jemand beim Pokern beschissen hat. Und es war das einzige Mal in 27 Monaten. Bei deinem Hyperbowl-Interview sagst du ich, ja, dass... Nee, ich weiß ja, was ich gesagt habe, aber ich habe es noch nicht gesehen. Aber ja, genau. Auf jeden Fall sagst du, dass du damals noch nicht die Serie How to Sell Drugs Online gesehen hattest. Hast du die inzwischen gesehen, How to Sell Drugs Online? Nein. Reizt dich da gar nicht? Nee, reizt mich gar nicht. Weil ich habe den Trailer gesehen und der hat mir gereicht, weil ich dachte mir, hey, das ist kein Thema, woraus ich ein Highschool-Musical-Schnulze mache. Nee, aber so ist es gar nicht. Es hat doch weggedriftet, ich weiß. Aber das Intro hat es vermittelt, dass es aus einer Liebesgeschichte herausgeht oder irgendwie eine Frau beeindrucken oder ein Mädchen beeindrucken. Ja, doch. Das ist schon der Anfangsding gewesen. Aber ich muss sagen, ich habe schon öfter gehört, dass es eine anständige Serie ist. Und es kommt ja, glaube ich, auch vom Böhmermann so mehr oder weniger. Die Idee und der macht schon gute Sachen. Vom Böhmermann kommt die Idee. Also man munkelt unterm Tisch und ich kenne Leute aus der Medienbranche, die das auch bestätigen. Der hat sich inspirieren lassen vom Shiny Flakes und hat es dann quasi ins Rollen gebracht. Ja. Hier, der Maxo Baron hat eine relativ wichtige Frage. Hast du Upsi Pannenschau geschaut? Nein. Hast du nie geschaut? Also ich kenne sie und ich habe sie bestimmt mal geschaut, aber nicht zur aktiven Zeit. Okay. Wie ist deine Meinung zur Drogenpolitik? Abartig schlecht. Also, aber ich will gar nicht drüber reden, weil wir leben in einer Gesellschaft, wo es okay ist, den ganzen lieben langen Tag irgendwo Alkohol auszuschenken und zu verkaufen und zu trinken. Und es ist ein ganz schöner, angesehener Beruf, Schankwirt zu sein oder Barkeeper. Und wir haben hier überall Spielos und es gibt in den App Stores schon irgendwie Casino-Spiele für Kinder. Und Rauchen ist auch nicht so schlimm. Ich meine, gut, da macht der Staat schon einiges, aber solange das alles okay ist, lasse ich mich überhaupt auf keine Diskussion ein. Genau, sehe ich natürlich auch so, aber wie ist es denn, wenn jetzt zum Beispiel alle Drogen legalisiert werden würden, hättest du dann Bock, so nochmal so ein Business aufzubauen, wo du Drogen verkaufst? Ich hab drauf gestanden, Geld zu scheffeln, aber ich muss schon sagen, ich bin mittlerweile schon sehr kritisch, was halt Konsumenten angeht. Wenn ich merke, irgendjemand macht das nicht verantwortungsvoll, weißt du, und der informiert sich vorher nicht, dann lasse ich da schon lieber die Finger davon, weißt du. Ich rate jetzt auch keinem zu Sachen, die dem Körper wirklich schaden. Natürlich, es gibt Sachen, das würde ich wahrscheinlich sogar irgendwann mal meinen Söhnen mitgeben müssen, so hey,
gib nicht den Löffel ab, ohne einmal in deinem Leben vielleicht mal MDMA probiert zu haben, ja, reines, so wenn du mindestens 21 bist, weil es gibt Sachen, die muss man schon mal erlebt haben. Und wenn du irgendwie auch mal die rote Pille bei Matrix nimmst, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, weil ja. Es... Ja. Erinnern wir uns, wann wurde LSD verboten? Ja, mit der Hippie-Bewegung, ja, genau. Als alle den Vietnamkrieg hinterfragt haben. Ja. Und LSD ist halt auch eine Sache, die lässt sich halt alles hinterfragen. Da stimme ich natürlich zu, aber wenn YouTube fragt, natürlich nicht. Das geht natürlich gar nicht. Wie sehr hattest du Kontakt mit deinen Konsumenten? Sehr viel, weil ich im Forum sehr, sehr, sehr aktiv war. Also mein Review-Thread hatte über 1000 Seiten. Nee, ich weiß nicht, aber ich hatte sehr, sehr viele Seiten. Ja. Und ich war da auch wirklich 24/7 am Start, weil das war auch wichtig, so die Kundenbindung. Und ich habe auch zum Beispiel, ich habe mal eine Nachricht bekommen, die habe ich anfangs ignoriert, weil ich nicht viel Zeit dafür hatte, aber mir hat zum Beispiel eine geschrieben, eine Dame, eine jüngere Frau aus USA, so, ja, sie hat nach meinem MDMA, hat sie quasi ein Trauma aufgearbeitet, eine Vergewaltigung, und hat darüber eine Geschichte geschrieben, hat es bei einem Contest eingereicht und hat quasi mit diesem Essay hat sie den zweiten Platz belegt. Was? Und hat mir geschrieben, so hey, danke nochmal und hier ist meine Geschichte quasi. Ich habe damit den zweiten Platz belegt, falls du Zeit hast, es zu lesen. Tut mir leid, ich konnte es nicht lesen, aber wenn du sowas, so ein Feedback bekommst, ja, weißt du, und selber auch nicht viele Leute kennst, die falsch konsumieren oder verantwortungslos konsumieren, dann ist es schwer, das Ganze so zu sehen, hey, ich zerstöre hier gerade Leben, weil es einfach nicht so ist. Ja, ja. Und selbst wenn es Leute gibt, die es übertreiben, dann hätten die es von wem anders auch bekommen. Also das ist ja... Ja, das ist noch interessant. Hast du dir von Anfang an irgendwie sowas gedacht, wie dass du nur eine bestimmte Zeit machst und dann aufhörst? Oder hast du einfach gedacht, jetzt geht's los, mal schauen, was draus wird? Ja, definitiv. Das war einfach so die Goldgräberstimmung, der Wilde Westen, ganz neue Sache. Da schaue ich jetzt einfach mal rein. Wenn es läuft, dann läuft's. Und da ich anfangs nicht wirklich damit gerechnet habe, gebastelt zu werden, hätte ich mir jetzt auch, also ohne die Psychosen und ohne die Fehler, die ich halt dann später begangen habe, hätte ich wahrscheinlich nicht so schnell aufgehört, weil ja, mein Gott, es ging an die Substanz, so lange wach zu sein und wenig zu schlafen, aber man hat halt gelebt. Wie Walter White so schön sagt, als Skyler ihn fragt, warum hast du das alles gemacht? Ich habe gelebt. Ja. So ist es halt. Hattest du wegen deinem damaligen Job auch Stress mit der Polizei? Gelegentlich. Genau. Doch, ich habe mal so eine typische Frauenfrage wahrscheinlich jetzt. Als du jetzt eine neue Freundin kennengelernt hast, wusste die also von deiner Vergangenheit? Das erste, was ich gemacht habe, ist ihr den Artikel geschickt, der damals einzige Artikel von mir. Das war mir wichtig, das ist mir immer wichtig. Ich falle da gerne mit der Tür ins Haus, weil wir spielen da jetzt nicht irgendwie ein Versteckspiel oder auch Arbeitgeber, weißt du. Erster Tag im Betrieb, noch über Leiharbeit. Ich habe gleich gesagt, was Sache ist. Was hast du dazu gesagt? Nichts Besonderes. Okay. Also ich bin jetzt seit 2 Jahren zu Hause, Hausmann und Vater. Und deine Frau verdient das Geld? Nee. Oder du machst es mit YouTube? Oder wird jetzt bestimmt anfangen. Ich war lange im Krankengeld. Das LKA ermittelt jetzt wieder gegen mich. Echt jetzt? Nein, ich war tatsächlich im Krankengeld lange. Du hast eine Drogentherapie gemacht, damit du quasi kürzer im Gefängnis sitzen musst. Wie schwer ist es, da reinzukommen? Also, ich habe gemerkt, wenn man irgendwo ein Ergebnis hat, der Haare, vom Urin, vom Blut, das stützt oder das einem ermöglicht, dass man da richtig, richtig groß auflabert, sage ich jetzt mal, dann ist es sehr leicht. Also, sobald man einen guten Gutachter hat, der das einem sofort abkauft, ohne Rückfragen, ohne irgendwie Nasenscheidewand anzuschauen, dass man am Tag 5 Gramm Koks gezogen hat, dann ist es sehr, sehr einfach. Ich kenne Leute, die haben aber auch wirklich konsumiert, haben aber eine Glatze, konnten keine Haare abgeben, hatten es dann ein bisschen schwerer. Das heißt, man braucht auf jeden Fall einen positiven Test irgendwo? Jein, es gibt nämlich auch Leute, die kriegen die Therapie tatsächlich wegen Spielsucht und auch wegen Alkohol. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so gut, dass ich einfach nur alles auf die bösen Drogen schieben muss und dann muss ich nur noch die halbe Strafe absitzen, weil ich glaube, deswegen ist die Drogenpolitik so festgefahren, weil der einzige Berührungspunkt zwischen Justiz und Konsumenten ist mehr oder weniger das Gericht. Und jeder, der vor Gericht steht, weiß, er muss einfach alles auf die Drogen schieben. Ja. Und dann kommt er besser weg. Und alles, was die Öffentlichkeit hört, ist, dass die
Süchtigen, die Konsumenten, die Dealer das alles nur wegen den Drogen gemacht haben, auch wenn es gar nicht so stimmt. Ja, also das heißt, man wird, jeder Anwalt rät einem dazu, sagt, ja, du warst auf jeden Fall viel zu krass auf Drogen und so. Definitiv. Ja, krass. Wobei ich auch sagen muss, es gibt Einrichtungen, es gibt Orte in Deutschland, da ist die Therapie ein richtiger Hirnfick. Und da gehen die Leute lieber, ich habe selbst in meiner Familie, mein Onkel, der hat auch mal 7,5 Jahre kassiert, der hat sich kurz die Therapie angeschaut, oben bei Würzburg, und hat nach 2-3 Monaten gesagt, schickt mich wieder in den Knast, ich mache Endstrafe. Weil, also es gibt Einrichtungen, die probieren dich zu brechen, die probieren richtig in deinen Kopf reinzugehen und es ist dann nicht so angenehm. Also durch die Talks oder durch was versuchen die dich da zu brechen? Ich habe es auf eigenen Leib nicht erlebt, ich kenne es nur aus Erzählungen, aber halt die Atmosphäre, jeder zinkt dich weg. Also die typische Szene, zwei hocken sich hin zum FIFA-Spielen, spielen Playstation. Dann sagt der eine, ja, ich lasse mir kurz einen Kaffee runter. Ist kurz weg, 3 Minuten. Auf einmal kommt der Pfleger. Ja, der so und so hat gesagt, du hast rote Augen, komm mal mit, DS, also Drogenscreening. Mhm. Und das ist halt so, die überschlagen sich quasi auf dem Weg zum Stützpunkt bei den Pflegern, um dich wegzuzinken, dass du vielleicht was konsumiert haben könntest. Es hat schon ein bisschen was Ekliges, weil da hast du auch Leute, die wirklich von ganz unten kommen und ihr Leben am Bahnhof verbracht haben und auch Sachen gemacht haben, die echt schlimm sind. Ich kenne Leute, die haben einfach am Bahnhof irgendwie immer, wenn es Hartz IV Grad gab, am Anfang des Monats, sind sie rum und haben den Leuten K.O.-Tropfen in die Becher rein und haben sich dann halt bedient am Geldbeutel. Achso, ich dachte am Geldbeutel, ich dachte jetzt gerade kurz, dass irgendwie so rumgegangen ist und dann die Leute so sexuell. Pass mal auf, wenn wir schon gerade dabei sind, ich habe aus dem Knast habe ich so eine Story. Da ist einer extrem hintergangen worden beim Erbe und von der ganzen Familie. Und dann hat er gesagt, hat eine gute Miene zum bösen Spiel gemacht, hat gesagt, hey, ich lade euch alle ein zum Essen, Schwamm drüber, das wird schon. Jeder von denen hatte K.O.-Tropfen drin oder irgendwelche Tranquilizer. Und der hat die ganze Familie, ob Frau, ob Mann, anal vergewaltigt. What the fuck? Und für sowas kommst du dann halt nach Straubingen. Du schaust ein bisschen schockiert. Der hat die alle quasi, und ich überlege mir, wie das dann rausgekommen ist, so quasi, weil er wird es ja nicht direkt zugegeben haben, sind die dann so aufgewacht und dann irgendwie so, habe ich irgendwas in meinem Arsch. Es gibt doch hier einen krassen Fall in München, da hat einer, ich will jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, weil ich ihn echt als netten Typ kennengelernt habe und erst auf Therapie mal gegoogelt habe, was der gemacht hat. Auf jeden Fall, er hat seine Freundin und ihre Freundin getötet und mit seinem Vater zerstückelt und an den Autobahnen hier rausgeworfen aus dem Auto. Shit. Und der Vater hat aber nur wegen Leichenschändung ein kleines Ordnungsgeld bekommen, so ein Bußgeld, wegen Störung der Totenruhe. Und der Typ war ein richtiger Knuddelbär, der ist echt ein lieber Kerl gewesen. Und das hat mich nicht oft geflasht, was die Leute gemacht haben. Aber das war ein Fall davon, weil hätte ich nie gedacht. Also es gibt dann halt mehrmals, dass die Leute so voll sympathisch sind und dann im Nachhinein kommt so raus, so dass sind die heftigsten Typen überhaupt. So. Ich habe mich oft gefragt, wo sind denn jetzt diese eiskalten Killer? Ja. Wo sind diese Auftragsmörder? Die müssen ja hier irgendwo sein, aber alles Menschen, weißt du? Es ist lustigerweise, schaust du ja schon so eigentlich, wenn man so sagen darf, so aus, als hättest du was Krasseres gemacht, weil du so die Tattoos überall und dann hast du eigentlich so quasi Drogendeals ohne irgendwelche Gewalt anzuwenden. Ja, fast schon White-Collar-Crime. Ja. Aber ich sah ja schon so aus mit 17, 18, wo ich noch echt brav war, aber... Ja, willst du bitte was lesen, oder wie? Ja, ja. Da steht Fick dich. Ja, das habe ich schon gesehen. Das ist Assi. Da steht Arschfickflamm. Angelehnt an Sido. Was hältst du von der aktuellen Corona-Politik? Intransparent. Ich fühle mich sehr schlecht aufgeklärt von der Regierung. Ich weiß jetzt nicht wirklich, warum hier der Söder darüber nachdenkt, nur Geimpfte und Genesene irgendwo reinzulassen, obwohl die Getesteten ja eigentlich die gesündesten sind. Ja, das ist ja das Komische, gell? Ja. Was würdest du sagen, wenn deine Kinder mal Drogen nehmen? Ich würde auf jeden Fall hoffen, dass sie über 21 sind und dass sie sich vorher bei mir mal haben aufklären lassen. Oder durch Open-Mind-Videos. Oder Open-Mind-Videos. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie niemals so dumm sind wie... Sick, no front, aber erstmal irgendwo sich Heroin geben und dann sich von irgendeinem Typen auf der Treppe aufklären lassen, dass Schore Heroin ist. Ja. Und ist vielleicht nicht so gut, was du gerade machst. Ja. Was ist dein Lieblingsdrogenfilm? Oh, pass mal auf, Konsum oder Handel? Egal. Ich muss sagen, ich habe damals zu der Zeit American Gangster
sehr gefeiert, weil darum ging es ja auf der Silk Road, ja, dass du den Mittelsmann ausschaltest. Und genau das war's ja, weißt du, holst bei der Quelle und schickst direkt zum Konsumenten, zum Endverbraucher. Und ziemlich viele Leute haben dumm aus der Wäsche geschaut. Vor allem die Konkurrenz, was ich Drohmails bekommen habe von anderen Vendoren, die mir geschrieben haben, ja, ich meine, sie sind auf die nette Art gekommen, weil sie könnten ja nichts machen, aber hey, schau doch mal, mit dem Preis. Der Kuchen ist groß genug für uns alle, ja, können wir uns nicht irgendwie auf einen Preis einigen, mach doch mal $60 oder 60. Und du hast 20 für einen Gramm. Ich habe, also meine erste Kampfansage war $150 für 5 Gramm. Mhm. Und 1 Gramm Bestellungen haben mich so aufgeregt, dass ich 1 Gramm $70 verlangt habe. Und trotzdem habe ich mich gewundert, dass da Leute 2-3 Gramm einzeln bestellen für $140-$210. Aber es war Australien und die haben mir dann erklärt, sie haben da bestimmte Grenzmengen, ja, und sie wollen nicht drüber kommen. Was sind die Bereiche, die dich beschäftigen? Also du wirst ja jetzt immer, wenn du jetzt in der Öffentlichkeit auftrittst, auf deinen Drogenkonsum wahrscheinlich reduziert. Was gibt es noch für Dinge, die dich so beschäftigen in deinem Privatleben? Kindererziehung. Ja. Tatsache. Ja. Ja. Ich meine, du musst. Aber liest du da wirklich auch Bücher oder so, oder erziehst du einfach deine Kinder? Ich erziehe einfach meine Kinder und ich meine, dass ich intuitiv nicht sehr verkehrt liege. Mhm. Ich sehe ja im Vergleich, wie meine Söhne sich entwickeln. Mhm. Und bin da. Aber ich muss auch echt sagen, die letzten 2 Jahre ging bei mir sonst nicht viel, außer Kinder. Ja. Und ein bisschen YouTube-Interviews. Und du feierst es auch richtig, so das Kindererziehen so. Ja, definitiv. Weil. Mhm. Ich wurde jetzt nicht so gut erzogen. Also die falschen Werte wurden mir vermittelt, weißt du? Du musst dir vorstellen, mein Vater ist im Kommunismus aufgewachsen, hat aber deutsche Abstammung gehabt, hat dann bis 86 gebraucht oder 84, bis er seinen Aussiedlerpass bekommen hat, für seinen Vertriebenenausweis und nach Deutschland gekommen ist. Und dann so, ja, ich bin eigentlich Deutscher, ich gehöre eigentlich zum Kapitalismus, komme aber aus dem Kommunismus, jetzt bin ich da, jetzt habe ich meine Chance, aber nichts gerissen, weißt du, gar nichts. Mhm. Aber mir die ganze Zeit vermittelt, das Geld alles ist und ich hoffe, du verdienst mal mit deinem Kopf das Geld, weil körperliche Arbeit oder so mit den Händen, das ist nichts wert. Mach mal hier einen Schreiner in München oder einen guten Handwerker, du kannst ja sehr gut davon leben, weißt du. Ja, ich habe einfach so falschen Wert vermittelt bekommen, das ist zu materialistisch, weißt du. Ich wurde dazu gezwungen, irgendwelche Lottoscheine auszufüllen, weil vielleicht gewinnt man ja und vielleicht bringe ich Glück, ich bin quasi sein kleiner Glücksbringer. Und ich habe auch wirklich lange gebraucht, um davon wegzukommen, dass es eben nicht darum geht. Da hat die LSD auch dabei geholfen, wenn ich das vorher richtig rausgehört habe? Ja, genau. Also, ich meine, die ersten Trips, da habe ich mich wieder gefühlt wie ein Neandertaler, so richtig urig. Da wollte ich losgehen und Bären pflücken am liebsten. Aber ja, da war es wirklich so der Lifestyle, Hühner züchten und jeden Morgen die Eier aus dem Stall essen und ein bisschen Tomaten anpflanzen und Cannabis vielleicht. Das war dann mehr so der Lifestyle, mit dem ich mich identifiziert habe und bestimmt nicht pushen. Aber nervt dich das so ein bisschen, dass du quasi so bekannt bist als jetzt nur der Ex-Drogen-Dark-Nettler? Weil ich muss ja sagen, mich nervt es manchmal schon immer ein bisschen, wenn zum Beispiel im Livestream immer dann jede zweite Frage übertrieben gesagt, bist du high und so. Selbst wenn wir gerade über was komplett anderes reden, von meinen Livestreams, da geht es ja nicht mal nur um Drogen jetzt. Ich meine, es kann mich, darf mich nicht nerven, weil sonst hätte ich das ja nicht in die Richtung gelenkt. Ja. Ist ja nicht so, dass der Spiegel vor meiner Tür stand und gesagt hat, hey, ja, lass mal eine Story drüber machen. Also ich hab das schon in die Richtung gelenkt und auch provoziert. Weil ich arbeite zwar auch zurzeit schon dran, so ein bisschen vielschichtiger zu werden und auch andere Bereiche auszuprobieren, aber nie im Leben. Und ich bekomme auch kein schlechtes Feedback. Das war auf jeden Fall ein sehr spannendes Interview. Danke an Sascha, dass du dich hier bereitgestellt hast. Und wir haben auf jeden Fall deine Social-Media-Kanäle, Twitch und YouTube, in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr mal vorbeischauen, falls ihr mehr wissen wollt. Auf Wiederhören, abonniert diesen Kabal und kauft was in meinen Shops.